Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Starfield hier bei mir beim Opa und wir sind immer noch hier. Ich habe jetzt meine Ausrüstung mit ihm Meine Rückkehr getauscht. zur Loge hat ein umfassendes Systemupdate ausgelöst. Ich bin nun voll einsatzbereit. Er ist voll, jawohl. So, Ausrüstung habe ich getauscht. Entwicklung von Außenposten. Wie meinst du das? Die Erkundung eines unbekannten Planeten kann ein großes Unterfangen sein. Es ist sogar möglich, mehrere produktionsfähige Außenposten aufzubauen, um bessere Ausrüstung. Oh, das ist sicher alles richtig gut. Gemacht habe ich das ja schon. Der Scan-Booster ist die offensichtlichste Wahl, da sie durch ihn Orientierungspunkte und interessante Orte aus der Ferne finden können. Außerdem Extraktoren, die es ihnen ermöglichen, verschiedene Rohmaterialien zu sammeln. So bei besonders ertragreichen Außenposten könnte sich Oh sogar mein Gott. die Errichtung von Frachtlinks lohnen. Ey, das ist ja Wahnsinn. Da kommt ja einiges noch auf uns zu, ne? Woher weiß ich denn, dass es auf einem Planeten Ressourcen Ein gibt? Planetenscan offenbart die Ah, ja, okay. Existenz wichtiger. Ein Das Scan wissen kann wir. zwar auf einem Planeten vorhandenes Leben erkennen, aber Ja, okay. Probiere ich aus. die Baupläne, die Sie benötigen, um einen Außenposten zu errichten, befinden sich bereits auf Ihrer U. Ja, das ist gut, ja. Geben wir dir mal was zu tun. Ich gehe hin, wo Sie mich brauchen. Crew zuweisen. Bestätigen. Ja, mir wäre es aber lieber, du kämpfst mit mir. Wie mache ich das denn? Okay, ich gehe mal raus. Ich muss jetzt mal gucken, ob der mir folgt. Wieder. Autosave. Ja, er tut es, ne? Ja, sicher. Sehr gut. Ich war mir jetzt nicht sicher, ne, ob er das macht. Gut, wer war da jetzt Blödsinn, wenn ich jetzt. Hallo, Captain. Wäre also Blödsinn, wenn ich jetzt hier hier weitermache, ohne das hier jetzt zu vollenden, weil das ist ja direkt hier, ne? Oder beziehungsweise weiterführe. Ich kriege ja dann weiterführende Aufgaben. Hoffentlich kommt Barrett zurück. Ich weiß, er gerät ständig in Schwierigkeiten und alle gehen einfach davon aus, dass es gut geht. Aber trotzdem. Tja. Entschuldigung. So, das Ganze kann jetzt noch ein paar Mal passieren, wie gehabt. Das war unglaublich, oder? Die Artefakte meine ich. Wobei, ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Ich bin Noelle. Freut mich, dich kennenzulernen. Noelle, genau mit der müssen wir reden. Sarah hat mir von einem Zimmer für mich erzählt. Ah. Du willst also eine Weile bleiben? Gut. Ja, Ich gerne. glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Mit dir mache ich auch mal ein Bild. Also, die Bibliothek kennst du ja schon. Walter ist ziemlich stolz auf die Sammlung, aber Matteo hat nicht wenig dazu beigetragen. Die Gärten sind hier raus. Wenn du mal ein wenig in Ruhe nachdenken willst, Betonung liegt auf Ruhe, meistens zumindest. Ich kann das nicht Gehen wir abbrechen, ne? rauf. Oder? Der Gründer der Constellation, Sebastian Banks, hat den Laden hier vor Jahrzehnten errichtet. Damals war das wichtig, doch mittlerweile kennt man uns in der Stadt kaum noch. Gut, ich folge dir. Ich habe zwar das meiste jetzt schon selbst erkundet, aber okay. Aber sie wollte ja mein Zimmer zeigen. Vielleicht habe ich da eine Kiste, wo ich kann was reintun, was dann verbunden ist mit der im Schiff. Dann könnte ich nämlich den guten Vasco wieder entlasten. Aber kann der auch so mittelschnell laufen? Wichtiger Hinweis: Man kann von jedem hier etwas lernen. Ja,
Auch von dem Kind. Natürlich. Das ist die Bar. Gewöhnlich ohne Bedienung. Also greif ruhig zu. In Maßen natürlich. Jawohl, was haben wir denn hier? Dann ah, das war das Kochstudio. Zimmer. Ja. Du hast Glück. Wir sind bereits fast voll, aber ein Zimmer gibt es noch für dich. Also hier durch. Dass hier so viel los ist. Ja, ja, sind schon alle Türen offen, das war ich, ne? Ja, fast alle Türen sind offen. Oh Gott, soll ich das jemals wiederfinden? Ja? Ja? Okay, hier schläfst du. Aufenthaltsraum auf der einen Seite, da ist es ruhig. Matteo ist auf der anderen, das ist vielleicht nicht so ruhig. Bestimmt hat Sarah für uns alle etwas geplant. Ich gehe lieber wieder zurück, will sie nicht zu lange warten lassen. Viel Spaß! Ja, danke. War das jetzt mein Zimmer? Oh. Ach so. Zeigt er mir den jetzt hier an? Ach, Tür raus, ne? Ja, toll. Nächste Mission. So, ja, toll. Jetzt hat er mir Zimmer gezeigt. Hier durch. Hier durch. Einmal rechts. Und hier. Hier war mein Zimmer, ne? Weil das letzte Mal weiß, kann ich ja jedes... Ah, Moment. Da stand vorhin was anderes, ne? Schlafen in Besitz. Da steht in Besitz, bei dem anderen steht nur Bett. Okay, was passiert, wenn ich jetzt E drücke? Schlafen wir mal kurz, einfach nur mal so. Fühlt sich ausgeruht, automatisch speichern. Okay, dann ist das hier definitiv mein... Ach, da ist es. Da ist das Lager. Transfer. So, jetzt langsam weiß ich, wie das hier funktioniert. Nee, das wollte ich nicht. Q. Sonstiges. Genau, das schieben wir jetzt mal rüber. Das ist dann hoffentlich wieder im... Wir haben zwei Rucksäcke. Masse 610, Masse 650. Constellation Rucksack, der ist natürlich stabiler. Einfaches Boost Pack. Ach. Ja, okay. Okay, okay. Zurück wieder. Rucksäcke. Ausrüsten. B haben wir gedacht. 135 können wir jetzt tragen. Das hier war das gleiche, ne? Der ist nur stabiler. Zählt jetzt aber nicht für... Ja, also werden wir den lagern. Zack. Dann ist das halt so. Wie es aussieht. Aber ich kann nicht mehr lagern. Das ist ein bisschen doof. Gut, lassen wir jetzt erstmal alles stehen, bis wir mal wissen, was wir damit machen können. Gut, was wäre denn jetzt die nächste Mission? L war das. L wie Mission. Traumhaus. Dein Traumhaus. Was habe ich?
Wieso das denn? Hä? Okay. Sarah, müssen wir auch noch mal reden. Ich habe ein Haus und ich wollte doch gar kein Haus. Ich meine, ich wollte eine Wohnung, ja, aber wieso habe ich jetzt ein Haus? Wie habe ich das denn gemacht? Oh nein, also, okay. Dann kennen wir uns auch aus hier. Ich renne jetzt mal ein bisschen. Und hepp. Sprich mit Sarah. Ah, das ist. Das machen wir jetzt Ja? mal zuerst. Hallo, ich grüße dich. Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Das nehme ich jetzt nur an und da muss ich mal langsam abarbeiten. Wissen wir alles, wissen wir alles, wissen wir auch alles. Ich bin bereit. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Ja, die UC Vanguard. Ein Freiwilligentrupp, der mithilft, die Grenzen des UC-Raums zu verteidigen. Ja. Suchen ständig neue Leute. Viele Veteranen im Ruhestand und gefährliche Profis, gemischt mit Teilzeitkräften, Ja, die ja. mit Glück. Mein Kontakt sitzt im Rekrutierungsbüro. Er kriegt als. Ich will das aber nicht, weil ich nicht so gut bin im Python. Außerdem bin ich Professor. Ich möchte eigentlich viel mehr Mir Missionen ging es machen. am Anfang genauso. Es liegt. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt Oh, finden okay. oder die Spur sich im Sande verläuft. Sarah wird jetzt seine Begleitung fixiert, wenn du fortfährst. Ach nee, der Dings ist mir aber im Moment lieber, weil ich ja doch jetzt erstmal alles andere hier erforschen will. Eigentlich will ich, ja, genau. Nur zu, aber beeil dich. Sonst sind die Infos meines Kontakts vielleicht. Ja. Okay, gut. Müssen wir dann erstmal zurückstellen. Will ich erstmal zurückstellen. Wir schauen uns jetzt mal das Traumhaus an. Aber da muss ich ja auf einen anderen Planeten fliegen, ne? Auf Luna schließe ein Forschungsprojekt ab. Forschungsprojekt. Muss ich auch mal ganz kurz gucken. Mission aktualisiert. Forschungsprojekt. Projekt. Du mal lieber herein. Ach nee, ich muss gar nicht auf einen Planeten, oder? Mining Außenposten, da waren wir industrieller Außenposten. Bin jetzt wieder etwas. Die Stromausfälle, ja, erkundet mein Schiff. Sprich mit der Hypothek, mit Landry. Ach, wir können direkt hinspringen. Machen wir doch mal. Das will ich jetzt mal wissen. Das heißt, wir sind. Ah, wir sind also hier, ja. Ah, okay. Gut. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich das jetzt wieder hier aktivieren? Und das passiert hier? Mission Traumhaus. So. Bestimmt da zurück. Ich blicke nicht durch. Ich blicke nicht durch.
Ich habe jetzt sonst nichts angeklickt, also muss ich jetzt doch noch mal da rein. Ach nee, ach, wir haben ja das. Die U-Bahn, genau. So, Raumhafen, Geschäftsdistrikt. Es sind zwei Missionen angewählt, also zwei Missionen angezeigt. Okay, ja, ich bin mich noch am Zurechtfinden. Kein Stress. Wir haben einen neuen Ort entdeckt und da geht es offensichtlich. Da gibt es zwei Dingens. Gut, da gehen wir erstmal da rein. Ist ja Wahnsinn, ne? Keine Angst, du schaffst das. Ja. Jetzt muss ich mit dem mal über die Hypothek reden. Jetzt muss ich ja hier, nachdem wie hoch die ist, da muss ich ja ständig Kohle produzieren, ja. Ach, guck an. Sprich mit Mission aktualisiert. Oh, nee, ne? Das ist doch Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Hier sind schon mal Fahrstühle. Und das ist der gute Mann mit der Hypothek, oder? Also ich habe im Moment viel zu tun und... Ja, klar. Du siehst nicht wirklich aus, als ob du grün hinter den Ohren wärst. Ja, da hast du nicht mehr. Bist du also? Okay. Wirklich? Du hast ein Schiff? Das ist nee. Perfekt. Nein. Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen, das uns beiden nützen könnte. Sehr lukrativ. Genau. Dir sind Gesetze und so wichtig? Fantastisch. Bei diesem Job geht es um Gerechtigkeit. Die Galbank ist die Geschädigte. Und wenn du mir hilfst, hilfst du uns allen. Ja. Du hast mich also durchschaut. Ein gutes Auge. So. Du bist genau die Person, die ich brauche. Ich muss was gestehen. Ich mag etwas verzweifelt sein. Also die Kreditprüfung ist echt harte Arbeit. Man hat ständig mit Schuldenprellern und Betrügern zu tun. Ich brauche einen Schuldeneintreiber, der sich um einige unserer Top-Preller kümmert. Ich brauche dich. Arbeite für mich und du verdienst mehr als genug. Geldeintreiber. Nee, im Moment... Ist das nix? Ich will eigentlich mit dem... Moment. Warte, das ist doch der. Oh, Mano. Ja, Moment, da muss ich jetzt doch hier weitermachen. Geht gar nicht anders, ne? Also ich habe im Moment viel zu tun. Ja, ich weiß. Du siehst nicht wirklich. Oh, das muss ich ja wieder von vorne anfangen. Was? Ach, du bist es. Sieht aus, als ob du dich mit dem Ding auskennst. Ich habe ein Auge für Talente. Das ist perfekt. Kisme, ich möchte dir eigentlich... Ja, okay. Dann muss ich das jetzt wohl so machen. Gut. Fabelhaft. Ich muss was gestehen. Also die Kredit... Ja. Ich brauche einen. Ich brauche... Ja, wir sind mal alles schon so. Da sind wir wieder. Erzähl mir mehr über die Sache. Ja. Ein dreister Hochstapler. Mhm. Und dann Überraschung. Es war... Er hat sich in eine Bruchbude mitten im... Okay. Der Job ist einfach. Dieter musst du zahlen. Du sollst ihn nicht umbringen oder ihm wehtun. Wickle nur den Kredit ab.
Dann kümmert sich das Nachlassgericht um seinen Besitz und... Sollte es also er oder du heißen, dann hat die Gale Bank... Okay. Aber ich möchte es betonen. Das wäre nicht der ideale Ausgang. Das ist schon mal gut. Du kannst ihn unter Druck setzen, ihm Angst machen. Und lass dich nicht von seinen Märchen beirren. Bei den Jobs, die ich dir gebe, geht es ganz sicher nicht um arme Leute, die... Das sind alles Betrüger. Abschau. Sie... Ist der gefährlich? Naja, schon. Wir sind nicht... Und man verzieht sich nicht in ein Drecksloch, wenn man... Mhm. Gut. Ich schicke dir die Daten. Du findest Dieter und sorgst für die Kredittilgung. Auf eine Sache muss ich noch hinweisen. Will ich nicht, aber nicht alle sind ehrlich. Wenn du irgendeinen Deal mit Dieter eingehst, kann ich das nicht wissen. Aber dann darfst du keine Jobs mehr von mir erwarten. Viel Glück. Du machst das. Das ist interessant, ne? Da kommen schon die Entscheidungen praktisch. So, trotz allem würde ich jetzt gern mal gucken. Besprich die Hypothek mit Landry Holyfield in New Orleans. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ich habe jetzt mit der Hypothek. Soll ich mit denen doch reden? Das ist doch Landry Holyfield. Gemeinsam können wir echt was bewegen. Ich wünsche dir viel Glück. Aha. Ehrlich. Ich will mit dir bei das Haus reden. Genau, kleines Haus. Im Olympus-System, richtig? Die Immobilie ist belastet. Argus Extractors hat ein sehr gutes Darlehen für dich ausgehandelt. Die Bezahlung erfolgt wöchentlich. Wenn du eine verpasst, kein Ding. Das läuft im Umlageverfahren. Aber ich glaube, wir wären alle zufriedener, wenn du dich um die Hypothek kümmerst. Gerne. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich um das Darlehen zu kümmern. Die erste, du zahlst die Hypothek ab. Dann gehört das Haus dir, ohne Wenn und Aber. Und du kannst dich über deine Immobilie freuen. Die zweite, du lässt es einfach. Und die Immobilie Aha. wird zwangsversteigert. Ach nee. Ach so. Das ist auf jeden Fall eine hohe Summe. Aber Abschlagszahlungen sind... Wenn du das Geld hast, können wir die Hypothek aber... Schönen Tag noch. Ja, was buchen die jetzt ab? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Ich wünsche dir viel Glück, ehrlich. Also das haben wir alles, Gerne. Ne? Gerne. Es gibt zwei... Die erste, du zahlst die Hypothek ab. Die zweite, du... Bank soll das Haus nehmen, erledige es und wickle die ganze Sache ab. Bevor wir das in Angriff nehmen, muss ich mich vergewissern, dass dir absolut klar ist, dass... Wenn du also irgendwas behalten möchtest, empfehle ich es. Nimm alles mit, was nicht nie tut. Gerne. Schlaf ein. Man sollte keine wichtigen Entscheidungen... Genau. Wiedersehen. Tschüss. Okay. Jetzt habe ich immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, wo das Haus ist. Haben wir gemacht. Wöchentliche Hypothekenzahlung, es sei denn, du bezahlst die ganze Hypothek. Ja, wie viel ist denn das? Das hat er mir, habe ich das nicht gerafft, ne? Aber gut. So, ich würde das aber Ganze in der nächsten Folge machen. Und bedanke mich fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.